Da ist es, das Buch Pure Soul Pioneer, der Weg zu dir von Daniela Safira Greven. Schon das alleine zergeht mir ja auf der Zunge. Ein Buch, das ein Wegbegleiter, ein Wegweiser, ein Instrument, ein Werkzeug ist, einfach ein guter Freund in allen Lebenslagen. Ich glaube, man sieht auch dadurch, dass es schon so ramponiert ist ein bisschen, das kommt überall mit mir hin. Das ist wahnsinnig toll aufgebautes Buch in mehrere Teile. Der erste große Teil ist Human Design. Beim Human Design hatte ich immer das Problem oder die Herausforderung, dass es alles zu kompliziert geschrieben war. Ich habe auf vielen Seiten nachgeguckt, habe mir da irgendwas durchgelesen und wenn ich fertig war mit einem Absatz, dachte ich, was wollen die Leute mir jetzt damit eigentlich erzählen? Und ich habe es mir nochmal durchgelesen und habe am Ende immer noch nichts verstanden und musste die Hälfte davon erstmal übersetzen. In diesem Buch ist es super toll erklärt, vereinfacht. Ich verstehe es, ich verstehe, was mir gesagt werden soll. Ich verstehe, was ich machen soll, beziehungsweise wie ich damit arbeiten kann, wie ich das alles erkennen kann. Die Kanäle, die Tore und was es da nicht alles gibt, die Energietypen. Genau, das ist auch ein großer Teil aus dem Buch, das Human Design. Wahnsinnig interessant und wie gesagt, gut erklärt. Dann haben wir noch mehrere andere Teile da drin. Die Numerologie, Astrologie haben wir da noch drin. Dann haben wir die Schwingung und die Magie der Zahlen da drin. Also da sind so viele Sachen drin, die, wenn man das geballt alles zusammenpackt, über eine Person so viel aussagen können. Es wird mehrmals in dem Buch angesprochen, dass das nicht das allumfassende Wissen ist, sondern dass es nur eine Richtung ist, dass es nur einen Einblick darin gibt und dass es immer noch an der Person selber liegt, wie sie ist oder wie sie nicht ist. Was ich auch großartig finde in dem Buch ist, bei der Numerologie ist es mir aufgefallen, da steht drin, was die Zahl bedeutet, was die positiven Aspekte sind und dann kommt nicht, was die negativen Aspekte sind, sondern was die Herausforderung ist. Das heißt, dieses Buch macht mich sofort darauf aufmerksam, dass das gar nicht was Negatives ist, was ich noch in mir habe, an mir habe, um mir habe, sondern es ist einfach nur eine Herausforderung und ich lerne gleichzeitig, wie ich das für mich nutzen kann. Also indem mir gesagt wird, es ist ja gar nicht negativ, sondern es ist einfach nur eine Herausforderung, darauf kann ich achten. Das finde ich großartig. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert von diesem Buch. Es ist ein Nachschlagewerk. Ich habe es zum Anfang, als ich es gekriegt habe, habe ich versucht, das von vorne bis hinten durchzulesen. Habe aber ganz schnell damit aufgehört, weil das einfach keinen Sinn macht. Das ist wirklich dafür gedacht, um sich bestimmte Sachen gezielt rauszusuchen. Ich habe dann bei mir angefangen. Ich habe geguckt, welcher Human Design Typ ich bin. Dann habe ich alles nachgeschlagen, habe mir das aufgeschrieben. Dann habe ich geguckt, welche Lebenszahl ich bin. Dann habe ich mir dazu alles angeguckt, das Sternzeichen, was ich da bin. Ne? Und dann wusste ich genau, was mich alles eigentlich ausmacht. Auf jeden Fall finde ich dieses Buch ganz großartig und ich verstehe, was mir dieses Buch sagen will und ich fühle, mit wie viel Liebe das geschrieben wurde. Ja, also ein wundervolles Buch. Ich bin hochgradig begeistert. Ich liebe es. Ich liebe dieses Buch und ich arbeite gern mit dem Buch. So, Punkt.